kann ich ein Haus nur mit runden Wänden bauen. Freunde, ich habe eine Idee, ich habe eine Vorstellung im Kopf. Ob ich das Ganze auch umsetzen kann, fraglich. Sind wir hier in der Mitte? Nee, wir sind überall, aber nicht in der Mitte. So, ungefähr passt. Ich werde mal die Wände hier entfernen. Oh, wobei, das sind ja rein theoretisch schon Zimmer. Dann entferne ich nur die beiden Wände hier. Schnapp mir dann den größeren Kreis und platziere den hier oben drauf. Und zwar ganze viermal. So sieht das gute Stück jetzt von außen aus. Ganz unten haben wir eben diesen kleinen Kreis. Dann brauchen wir natürlich eine Treppe, die nach oben führt. Ja, 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 sehr schön. Und hier oben kann ich ja auch noch mit den runden Wänden arbeiten. Nee, offensichtlich nicht. Und auch hier geht's. Aber Leute, das ist jetzt schon nicht mehr rund. Ich habe die runde Wand benutzt, ich schwör's. Okay, wir haben hier Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, Hobbyraum und hier unten das Badezimmer und den Eingangsbereich. Die Haustür platziere ich mal hier. Nee, also schön ist das nicht. Dann platziere ich sie halt doch an so einer geraden Wand. Aber lieber die hier. Und dann brauchen wir natürlich Fenster. Hier und hier. Eines hier drüben und eines da drüben. Die Farben ändern wir natürlich auch noch, damit es zur Haustür passt. Und dann machen wir das unten einfach weiß. Und den oberen Teil machen wir schwarz. Vielleicht wäre es auch nicht schlecht, wenn wir das Ganze ein bisschen nach oben versetzen, damit es ein bisschen nach was aussieht. Und das Haus bekommt ein paar moderne Pfeiler. So, damit es nicht so aussieht, als ob das einfach irgendwie schwebt. Und oben brauchen wir dann natürlich auch ganz viele Fenster. Ja, hallo Maus. Hilfst du mir beim Einrichten? Oh Leute, ich habe natürlich das Dramatischste vergessen. Das Dach. Es gibt einfach ein rundes Dach. Oh, aber Leute, ich sehe es jetzt schon. Das wird so ungut aussehen. Ich glaube, das können wir nicht machen. So einem modernen Haus kann man nicht einfach irgendein Dach geben. Hallo, ihr Lieber. Weiß ich, was machst du jetzt? Bei. Wir machen das Dach einfach schwarz. Mir fällt gerade übrigens auf, die Wand hier zu entfernen, war echt nicht schlau. Deswegen gebe ich sie wieder her. Ob ich gerade gekonnt versuche, das Dach zu ignorieren? Ja, definitiv. Das ist einfach viel zu schwer für mich. Aber wir könnten ja so Solardinger draufklatschen. Ja, ist vielleicht echt nicht das Schönste, was man machen kann, aber dafür energieeffizient. Widmen wir uns was anderem. Vielleicht fällt mir da noch was Besseres ein. Richten wir mal den Eingangsbereich ein. Das Haus ist definitiv sehr modern. Aber ich will es trotzdem nicht zu modern einrichten. Weil mir persönlich das gar nicht so gut gefällt. Also ein bisschen Farbe, ein bisschen Verspieltheit wollen wir hier schon reinbringen. Oh Gott, mit runden Wänden einrichten. Wer hat sich denn das überlegt? Oh wow, ich dachte nicht, dass wir jetzt erst zum schwierigen Part kommen. Toll. Die finde ich aber ultra schön. Und wie gesagt, wir wollen ein bisschen Farbe reinbringen. Hier ist eigentlich der perfekte Platz für so eine Ecke, wo man sich noch hinsetzen kann. Vielleicht um die Schuhe anzuziehen. Je nach mit einem kleinen Tischchen dazwischen. Da haben wir aber sicher noch bessere Farben. Naja. Bin nicht 100% überzeugt von den Farben hier. Aber so kann man es machen. Dann darf hier ein Teppich natürlich auch nicht fehlen. Mein Spiel stürzt gerade ab. No! No, 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 no. Bitte tu mir das jetzt nicht an. Oh mein Gott. Nein! Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? 20 Minuten später. So, Freunde, wir sind jetzt auf einem anderen Grundstück. Zum einen, weil das Haus einfach besser hier in diese Welt hier passt. Zum anderen, weil mein Spiel einfach dreimal abgestürzt ist. Jedes Mal, wenn ich mich zu dieser Wand hing... Nee. Nee. Nee! Leute! Okay, wir ignorieren einfach diese Wand jetzt hier. Ich drehe mich nie wieder darüber. Okay, an die Wand kommt einfach nichts. Ich riskiere das jetzt sicher nicht nochmal. Dafür können wir jetzt noch ein paar Pflänzchen aufstellen. Oh mein Gott, Leute, ich traue mich gar nicht mehr, mich richtig zu bewegen. Ich werde es auch ganz oft abspeichern. Und da ich da jetzt nichts mehr aufhängen kann, werde ich das hier jetzt zur Garderobe machen. Ist vielleicht auch cooler, wenn die ganzen Sachen einfach irgendwie verstaut sind. Und ich würde da jetzt super gerne einen Spiegel an die Wand geben. Aber ich traue mich jetzt einfach nicht, mich zu drehen. Okay, ein bisschen geht. Haben wir vielleicht noch einen größeren Spiegel? Der hier, der ist nämlich auch beleuchtet. Oh mein Gott, ich habe mich schon wieder ein bisschen zu viel gedreht. Wobei das hier schon cooler wäre. Ich schiebe das alles jetzt noch ein bisschen zur Seite. Gebe die Schuhe weg und so ist das ganz cool. Hier noch ein Teppich rein. Eine Pflanze. Dann noch ein paar fancy Bilder. Wir speichern auch zur Sicherheit mal. Ich drehe mich jetzt nämlich an die Wand hier. Okay, sieht bis jetzt alles ganz gut aus. Das Bild ist cool. Das hätte ich so gerne an der Wand, Leute. Aber nee. Nee, da drehe ich mich nie wieder.
wieder hin. Eine Uhr wäre gar nicht so schlecht. Die ist ein bisschen groß. Und das sind alle anderen Uhren, die wir haben? Wow. Wir haben definitiv zu wenig Uhren in dem Spiel. Ich würde sagen, wir gehen einfach nach oben, bevor hier wieder was kaputt geht. Und oben machen wir als erstes die Küche. Ich liebe ja diese Theke hier. Fände es auch gar nicht so schlecht hier drinnen. Hier brauchen wir aber definitiv eine Kücheninsel. Wow. Wie fancy. Licht wäre natürlich auch nicht schlecht. Oh mein Gott, Leute, ich wollte gerade die Lampe hier platzieren. Aber ich traue mich jetzt da nicht näher rüber zu gehen. Ich hoffe, ihr seht alles. Aber die passt da überhaupt nicht hin. Das wäre meine Möglichkeit, jetzt noch irgendwas an der Wand zu platzieren. Nee, ich traue mich nicht. Ich finde die Lampe einfach so unglaublich schön. Also die von Nachhaltig Leben. Hier brauchen wir natürlich auch einen modernen Herd. Leute, ich traue mich gar nicht, mich zu bewegen. Es ist so schlimm gerade. Und einen coolen Kühlschrank dazu. Das hat schon gigantisch. Aber ich glaube, die sind alle nicht kleiner. Nope. Der ist auch riesig. Vielleicht wäre auch eine Wandfarbe mal gar nicht so schlecht. Einfach nur weiß passt hier halt eigentlich am besten. Aber ist halt ultra langweilig. Oh, Leute, ich mach's gelb. Ich weiß, viele von euch sind jetzt so, ew. Aber so eine knallige Küche, die gute Laune macht, finde ich jetzt gut. Wir können auch nur die halbe Wand oder so ein Drittel Wand gelb machen, okay? Da müsst ihr euch nicht ganz so viel aufregen. Und hier danach so ein kleiner Bereich, wo man essen kann. Essen und sitzen natürlich. Ich kann hier übrigens leider kein Gelände machen, weil ich nur runde Wände benutzen darf. Sieht ein bisschen doof aus, ich weiß. Aber geht gerade leider nicht anders. Zu der Küche haben wir natürlich keine passenden Oberschränke. Da machen wir wohl einfach Regale hier drauf. Speichern dazwischen mal. Und dann platzieren wir noch ganz viele Pflanzen. Wow, was Eckiges vor eine runde Wand stellen. Ich weiß ja nicht, Leute. Ich glaube, da gehören einfach runde Pflanzen hin. Und ein Mülleimer da hinten. Da ist er zumindest ein bisschen versteckt. Dann brauchen wir natürlich auch noch einen Geschirrspüler. Oh mein Gott, die Stangen wären... Oh mein Gott, ich bin schon wieder an der Wand. Nee, 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 nee. Geht bitte weg von mir. Die Stangen wären natürlich perfekt für hier unten. Beim nächsten Mal. Und dann machen wir weiter mit dem Wohnzimmer. Das Wichtigste in dem Zuhause, dass es erst so richtig gemütlich macht, sind die richtigen Lichter, Leute. Ich sag's euch. Lichter und in meinem Fall auch Teppiche. Was verwenden wir denn für Böden in den normalen Zimmern? Ich finde den eigentlich schon richtig gut. Der ist super schlicht, aber super schön. Da kann man irgendwie gar nicht so viel falsch machen. Der ist auch so warm. Ich liebe warme Böden. Badezimmer bekommt natürlich wieder Fliesen. Und fürs Wohnzimmer hätte ich am liebsten auch wieder so eine knallige Farbe. Aber wir können es mal ganz schlicht lassen. Vielleicht mache ich es bunt mit den Möbeln. Oh, wow, was ist das für ein schönes Sofa? Das kommt einfach aus dem Wellness-Pack und habe ich noch nie gesehen. Wow. Aber auch dieses paranormale Pack hat so coole Sachen. Highschool-Jahre hat natürlich auch wunderschöne Möbel. Was ist eigentlich, wenn man zwei Sofas kombiniert? Ein buntes und ein schlichtes. Kann man das machen oder ist das too much? Ich finde das nämlich gar nicht schlecht. Wir haben hier und hier eine Wand, wo wir einen Fernseher platzieren können. Ich werde jetzt aber einfach mal hier machen. Und zwar an den recht großen Fernseher, wenn wir den Platz schon haben. Ach Gott, das sieht irgendwie so gemütlich aus. Ich schiebe das jetzt mal darüber. Ich möchte mal kurz was ausprobieren. Wie sieht es nämlich aus, wenn wir das Ganze hier rüber schieben? Wenn wir den Fernseher hier platzieren, dann hat man hier nämlich ordentlich Platz zum Durchlaufen. Das andere gefällt mir tatsächlich optisch ein bisschen besser. Aber wie gesagt, der Platz zum Durchlaufen ist, glaube ich, praktischer. Das Ding hier ist wieder eher modern. Das könnten wir hier drunter platzieren. Hier und hier. Hier? Ja, dann ist es aber wieder zu voll. Dann nur einer von den Schränken. Es ist zu zusammengewürfelt. Irgendwie finde ich es süß. Aber irgendwie passt es auch nicht 100%. Vielleicht können Pflanzen noch was retten. Wenn man nicht weiß, wie, wo, was, einfach eine Pflanze hinstellen. Es ist schon süß irgendwie. Aber ein Kamin wäre auch irgendwie richtig cool. Oh je, Leute, jetzt geht's los. Hier drüben so ein kleiner Kamin? Ja, warum eigentlich nicht? Aber es ist schon super hart zusammengewürfelt hier jetzt alles. Ich speier mal. Kriegen wir hier noch ein Regal hin. Ja, so zum Beispiel. Noch ein paar Bilder aufhängen. Die bringen dann auch noch ein bisschen Farbe mit rein. Hier kann man auch noch ein Regal hingeben. Ist vielleicht ein bisschen riskant mit dem Kamin, aber gut. Ja, und dann machen wir das Schlafzimmer. Ein schönes, großes Doppelbett brauchen wir hier drinnen. Die Frage ist nur, wo platzieren wir das? Wir haben hier eine Tür. Die kann ich aber ganz einfach entfernen. Und die Tür schieben wir einfach hier hin. Dann passt es da eigentlich ganz gut hin. Licht brauchen wir und irgendeine schöne Wandfarbe. Wir haben halt einfach echt definitiv zu wenig Wandfarben. Okay, Leute, ich glaube, die Aufnahme ist einfach verflucht. Jetzt hat sich meine Kamera auch noch aufgehängt. Irgendwas will einfach nicht, dass ich ein rundes Haus baue. Das gibt's ja gar nicht. Aber wir schaffen das jetzt noch. Die Kommode finde ich richtig gut. Klatschen wir hier einfach eiskalt vors Fenster. Dann brauchen wir hier auch noch zwei Schränke. Ah, Leute, das sind alle Uhren, die wir haben. Alles klar. Da klatschen wir gerade eine in die Küche, wenn wir gerade dabei sind. Hier eine richtig große. Ein paar Pflänzchen.
Bettchen hier und da. Teppiche nebens Bett gehen auch immer. Aber wir brauchen natürlich auch einen im Zimmer. Finde ich gut, aber die da drüben fühle ich nicht ganz. Aber der hier kann gerne so bleiben. Wobei ein runder wahrscheinlich hier auch besser passen würde. Schieb den so leicht unter das Bett. Und dann machen wir noch einen zweiten hier hin. In einer anderen Farbe. Dann können wir hier jetzt endlich das Bild platzieren. Finde ich in der Farbe eh ganz gut. Und hier basteln wir uns so einen Dreierspiegel. Und die Kommode bekommt auch noch eine andere Farbe. Aber sonst finde ich das Zimmer sehr süß. Ich meine, im Schlafzimmer muss auch nicht immer so viel los sein. Hier platzieren wir noch ein paar Bücher, eine Kerze und statt der Pflanze eine Lampe. Oh, wir können eh beides platzieren. Sehr schön. Machen wir das Badezimmer. Ich platziere alles im Raum, was ich brauche. Also, ich hätte gerne ein Klo. Das ist das Mindeste, was wir hier drinnen brauchen. Eine Dusche und ein fancy Waschbecken. Ich finde das noch besser. Da haben wir unten nämlich die Handtücher auch schon drauf. Und eigentlich könnte man das richtig gut einfach so platzieren. Wand habe ich auch einfach klassisch mit Fliesen gemacht. Da noch ein Teppich rein. Aber nicht zum 100. Mal den gleichen. Haben wir noch andere runde Teppiche, außer diese magischen Teppiche? Es sieht halt einfach schöner aus, wenn der Teppich rund ist und die Wand so rund dazu. Ja, kann man machen, muss man aber auch nicht. Ist wieder mal hier das Motto. Aber Hauptsache, wir haben hier auch eine Pflanze drinnen. Und natürlich einen Spiegel. Der darf natürlich auch nicht fehlen. So, machen wir das letzte Zimmer. Und ich platziere wieder alles, was ich brauche, hier im Raum. Okay, ich habe mich dazu entschieden, dass die Person ein Musiker ist. Ich finde das Ding hier auch gut. Falls wir mal Gäste hätten, dass wir hier ein Gästebett haben, dann haben wir hier ein riesengroßes Klavier. Wir haben ja den Platz. Dann machen wir hier den Schreibtisch hin. Hier noch die Gitarre. Hier eine Yogamatte. Vielleicht mit dem Ausblick hier raus. Oh, wobei, da wäre es jetzt schöner in die Richtung. Aber gut. Hä, wobei, nee. Das Haus hat aber von allen Seiten eine gute Aussicht. Da bekomme ich gerade ein bisschen Gänsehaut. Ein Computer darf natürlich nicht fehlen. Und ich hätte so gerne eine schöne grüne Wandfarbe. Aber nee, das ist offensichtlich zu viel verlangt. Die Wandfarben, Leute, die geben wir einfach den Rest. Aber gut, dann machen wir es halt so. Ein schönes Petrol wäre sehr gut. Ja, aber das war's mit dem Arbeitszimmer. Und wir probieren das jetzt zum Ab. Kann ich ein Haus nur mit runden Wänden bauen? Freunde, ich habe eine Idee.